Ja, hallo, Michael Kotzow, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. Acht Einnahmequelle baut Leon sich auf, Leon Chitauri. Und wir wollen einfach mal gucken, was er sich aufbaut an Einnahmequellen. Du bist auf dem Kanal Geld verdienen im Internet bei Michael Kotzow. Und hier gibt es von Montags bis Freitags coole Reaction-Videos zum Thema Geld verdienen. Alles, was du mal so im Internet verdienen kann, an Zaster. Und Zaster, man kann immer Geld gebrauchen, oder? Deshalb gerne abonnieren. Gerne die Glocke betätigen und dann schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Was gibt es da für schöne Sachen? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich habe immer wieder hier auf YouTube folgende Frage, nämlich Leon, auf welchen Plattformen verdienst du denn eigentlich dein Geld und vor allen Dingen auf welchen neuen Plattformen erhoffst du dir Geld zu verdienen? Das heißt, welche neuen Einnahmequellen baust du dir denn eigentlich derzeit auf? Und diese Einnahmequellen, Bin ich auch mal gespannt. die ich heute gerne in diesem Video mit euch teilen möchte, sind Einnahmequellen, die ich bisher kaum auf meinem Hauptkanal geteilt habe, wo ich nie wirklich im Detail drüber gesprochen Und bevor du dich jetzt fragst, hey Michael, aber wie verdienst du denn Geld? Machst du denn neue Einnahmequellen auf? Nein. Natürlich schaue ich immer oder so. Aber ich bin ja im Affiliate-Marketing eigentlich. Und ich habe meine eigenen Produkte. Und da habe ich selbst noch nicht den Markt ausgetestet und bin da irgendwie so aufgestellt, dass ich den Markt beherrschen würde und so. Affiliate Marketing ist so groß, ich könnte auch 20 Angestellte haben, auch mit meinem Coaching und so weiter. Das heißt, warum soll ich eine neue Plattform, wenn ich selbst das alte, alles, was ich an Wissen habe, das noch nicht angewandt habe und da am Zenit oder beziehungsweise 80% ausgeschöpft habe? Oh, jetzt muss ich husten. Also wie gesagt, nein, ich bin ein Gegner davon, nicht von Einnahmequellen. Aber wenn du ein paar Einnahmequellen hast, die dann doch halt vernünftig umsetzen, mit deinem Wissen. Und nicht immer wieder neue, nur weil du Einnahmequellen haben willst. Das bringt dir irgendwie nichts. Also lieber dann halt eine Handvoll richtig geile Einnahmequellen, wo du auch Experte bist, wie Dutzende oder Hunderte Einnahmequellen, wo du nichts machst. Ne? Lieber Affiliate-Marketing und sonstige Sachen, wo du halt 10.000, 20.000 Euro mit verdienst im Monat, plus ein paar kleine Sachen, wie dann halt 100 Einnahmequellen, wo du halt nur 20 Euro verdienst im Monat mit jeder Einnahmequelle. Gesprochen Meine habe und hier in Meinung. diesem Video, würde ich euch die gerne einfach mal vorstellen und euch auch verraten, was ich auf diesen Plattformen mache, wie ihr auf diese Plattform hier draufkommt und wie ihr dann auch auf diesen Plattformen hier Geld verdienen könnt. Nochmal, das sind alles Einnahmequellen, die ich mir derzeit aktiv aufbaue, das heißt, wo ich jetzt gerade dran am Arbeiten bin und es sind auch Einnahmequellen, die ich bisher, wie gesagt, kaum über den Hauptkanal geteilt habe. Zum Beispiel, auch wenn du auf so einer Plattform bist, ne? Wieder bist du auf der Plattform so der Beste, einer oder einer der Top 10, oder du bist auf jeder Plattform irgendwo. Dann habe ich doch lieber ein, zwei Plattformen vielleicht, wo ich der Beste bin oder einer der Besten. Kenne diese Plattform von vorne bis hinten, so wie Digistore24 oder so, kenne ich von vorne bis hinten, weil ich da tausende Stunden drauf verbracht habe. Und dann läuft das. Aber ja, meine Meinung. Schreib gerne in den Kommentaren, wie du es siehst. Das heißt, neue Informationen. Bevor ich mit dem Video starte, ihr wisst, es hilft mir natürlich immer sehr, wenn ihr diesen Videos hier einen Daumen nach oben gebt. Schon mal vielen, vielen Dank dafür im Voraus. Und ich würde mich natürlich auch sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet. Auch dafür schon mal vielen Dank im Voraus. Gut, fangen wir direkt mit der ersten Plattform an. Diese Plattform hier nennt sich My Assignment Help. My Assignment Help ist eine Plattform, auf der unterschiedlichste Arten von Unterrichtsmaterialien hochgeladen werden. Es ist vor allen Dingen eine Plattform, die im englischsprachigen Bereich unterwegs ist. Und in meinem Falle zum Beispiel, ich biete ja unterschiedlichste Online-Kurse an und ich kann meine Online-Kurse hier auch hochladen. Dazu gehe ich einfach hier oben auf Courses drauf. Dann werdet ihr sehen, dass es hier bereits einige Listings gibt, aber es ist dennoch bisher eine relativ kleine Plattform. Zum Beispiel hier Management, Healthcare, Accounting, Economics. In meinem Falle zum Beispiel, ich wäre im Bereich Marketing unterwegs und wir können ja mal hier einfach den Begriff Marketing eingeben, können das Ganze mal uns anschauen und wir sehen natürlich hier No Results Available. Also bisher keine Marketingkurse gibt es auf dieser Plattform. Ihr seht schon, das ist eine ganz, 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 ganz junge Plattform. Ich habe eine Plattform letztens. Also werde ich weiß dann nicht, ob ich dann halt als Erster da. Ja, man kann sich einen Namen machen, definitiv. Aber okay. Videocall gehabt und die haben mir versichert, dass die Plattform zum einen erstmal schon mal relativ groß ist. Man sieht es auch hier, over 300.000 Satisfied Students und dass sie davon ausgehen, dass sie mir langfristig Geld machen können. Und davon gehe ich persönlich auch aus, weil die Plattform halt so viele existierende Kunden hat. Zum Beispiel bei mir wäre es so, wenn ich so ein Business hätte, so würde ich dran gehen. Und diese Plattform möchte, dass ich dort die Videokurse herstelle und hochlade, die ich auch woanders von mir aus auch doppelten Content, den ich schon woanders verkaufe. Da müsste die Plattform mir zusichern, dass die mich promoten in E-Mails und in Werbeanzeigen.
und eventuell 5.000 Euro bezahlen. Als exklusiven Vertrag zusätzlich, wenn ich da jetzt Einsitzer bin, erstmal oder so. Wenn die einen wollen als Content-Ersteller, dann haben die auch ein bisschen Etat. Weil die Plattformen sind auch ruckzuck wieder weg. Es gibt ja genug Plattformen. Ne? Also, die schießen ja aus dem Boden wie sonst was, diese Plattformen. Und ich würde dann halt nur machen, wenn ich da halt auch Geld bekomme. Das ist auch, es melden sich ja öfters mal Leute bei mir und Firmen und so. Soll ich mein Business irgendwo anders vernachlässigen, um dann irgendeine Plattform, wo kein Traffic drauf ist, wo keiner etwas hochgeladen hat, meine Sachen hochladen? Nee. Und wenn die halt ihre Kurse pushen an diese Kunden, dann werden natürlich auch viele von den Kunden hoffentlich meine Kurse kaufen. Und hier hätte ich halt den extremen First-Mover-Effekt, weil ich wirklich der Erste wäre im Bereich Marketing, der überhaupt Kurse über die Plattform publiziert. Ist ein recht großes Risiko im Sinne von, ich weiß halt überhaupt nicht, ob da Geld bei rumkommt oder nicht. Ich erhoffe es mir und genau deswegen publiziere ich dort. Dann eine Wir weitere sind aber nicht im Hoffnungsmarketing, wir sind im Online-Marketing. Plattform, wo ich jetzt unterwegs bin, ist diese hier namens coinmarketpedia.com. Da könnt ihr auch gerne mal drauf gehen, könnt ihr das Ganze anschauen. Es ist einfach nur eine Plattform, wo es unterschiedlichste Arten von Materialien, Lehrmaterialien rund ums Thema Kryptowährung gibt. Und ihr wisst ja, ich habe einen sehr, sehr populären Cryptocurrency-Kurs. Ich habe manchmal mehrere Cryptocurrency-Kurse, aber ich habe einen richtig, richtig populären und den Kurs werde ich auf jeden Fall hier über die Plattform publizieren. Ich bin bereits als Instructor registriert auf der Plattform und kann jetzt halt meinen Kurs hier hochladen und man kann sich ausbezahlen lassen. Natürlich via Bitcoin zum Beispiel oder auch via US-Dollar, ganz normal, halt praktisch via PayPal, sage ich jetzt mal. Und in meinem Falle werde ich jetzt halt hier mindestens einen Kurs hochladen. Ich plane aber mehrere Kurse hochzuladen, weil die Plattform halt schon recht groß ist. Okay, also nur mit, das ist natürlich schon interessant. Erstmal sind da viele Kurse, über 100 Kurse zum Thema Kryptowährung. Und man kann ja vielleicht die Zahlen sehen, wie oft die verkauft werden. Und dann ist es schon wieder was anderes, wenn die Seite echt viel Traffic hat. Ist halt die Frage, wie hoch die Qualität der anderen Kurse ist zu den Kursen vom Leon, ne? Aber bisher halt diesen Kursbereich nicht rausgebracht hat, der ist jetzt ganz, ganz neu auf der Plattform und ich kann mir gut vorstellen, dass mir solche Plattformen noch mal ein bisschen Geld machen werden. Und ich muss mich dafür entschuldigen, aber noch eine weitere Kursplattform kommt, nämlich die Plattform Grinfer. Und das ist eine Plattform, wo ich schon mal auf dem Hauptkanal darüber gesprochen habe, aber hier habe ich auch schon die ersten wirklich guten Einnahmen. Wie gesagt, es gibt halt zu viele dieser Plattformen und es ist halt höchstwahrscheinlich sinnvoll, bis auf verschiedene Länder oder so, wo dann halt eine sich eher durchsetzt. Aber normalerweise ist es so, es gibt halt zwei, maximal drei große Plattformen, die sich durchsetzen. Und auf diesen Plattformen musst du sein. Und alle anderen sind Müll. So war die Vergangenheit. Gesehen. Hier möchte ich bloß mich drauf nochmal mehr fokussieren und noch mehr Kurse hochladen. Ich hoffe, dass ich ungefähr 50 Kurse auf dieser Plattform hier hochladen kann. Ich gehe davon aus, von ungefähr gehe ich von Einnahmen aus von vielleicht 5 bis 10 Euro pro Kurs pro Monat. Ist wirklich nicht viel, aber wenn ich halt 50 Kurse hochlade und die habe ich einfach so vorliegen, sind es halt 250 bis 500 Euro, die ich jeden Monat nochmal hiermit verdienen kann. Und ich denke mal, das ist nicht unbedingt unrealistisch. Es ist eine sehr kleine Plattform. Wenn du halt eine Reichweite hast wie Leon oder so, kannst du das auch einfacher verdienen, denke ich mal. Und dann nicht in 250-Euro-Schritte denken. Ich weiß es nicht. Plattform ist eine Plattform, die aber auch steuerlich sehr einfach für mich ist. Nämlich sie kommt aus den Niederlanden. Da kann ich einfach Reverse-Charge-Rechnung stellen, fertig ist. Die führen für mich jegliche Umsatzsteuern ab, was sehr schön ist. Steht auch in AGBs drin. Dementsprechend passt das hier für mich und mit dem werde ich auf jeden Fall weiter zusammenarbeiten. Ihr seht es auch hier oben schon. Ich bin ein Dozent auf der Plattform. Ihr könnt auch gerne mal meinen Namen einfach hier auf der Plattform eingeben. Also Leon Chotari werdet ihr sehen, dass ich bisher zwei aktive Kurse auf der Plattform habe. Nämlich diese beiden hier. Beide Kurse wurden schon gut bewertet. 5,0 Sterne und 4,7 Sterne. Beide Kurse haben sich bisher verkauft und ich hoffe natürlich, dass das auch so weitergeht. Man sieht hier zum Beispiel meinen Cryptocurrency-Kurs, habe ich hier hochgeladen. Ein ziemlich großes Produkt. 85 unterschiedliche Lectures habe ich hier hochgeladen. Also wirklich ein riesen Ding. Und der Kurs ist halt, wie gesagt. Was mich da jetzt schon wieder aufregt, ist, du kannst da gerade starten, 3 Tage und alle Kurse anschauen. Ja, sorry. Und ihr wisst, ey, da macht halt jemand 15 Accounts auf und schaut die ganzen Kurse gratis an. Ist doch auch nicht. Also du sorgst dafür, dass die Plattform Content hat und gut, er hat jetzt schon 5 Bewertungen, positive, sieht gut aus. Aber die Leute können sich gratis hier anmelden und können dann den Content anschauen und so. Deshalb mag ich das nicht. Nein. Das ist ziemlich günstig. Es gibt halt hier die Möglichkeit, einmal den Kurs für 19,99 zu kaufen oder man kann auch hier diese Mitgliedschaft, sage ich jetzt mal, kaufen. Und Genau, und dann noch eine monatliche und dann kannst du so viel Kurse an und wie viel kriegst du dann halt, wenn dann halt jemand so eine Flatrate hat?
Ich mag diese Modelle nicht. Na? Und da gibt es halt ein Free Trial. Das heißt, ihr könntet in der Theorie auch, wenn ihr auf meine Seite geht und hier auf Try for Free draufklickt, das auch for free euch mal anschauen. Das Tolle ist aber hier vor allen Dingen im Kurs, dass ich durch diese Mitgliedschaften, die Leute kaufen, auch bezahlt werde, solange halt die Leute die Kurse auch tatsächlich schauen. Genau, dann die nächste Plattform ist diese hier namens Allison, ist auch wieder eine Online-Kursplattform. Und hier mache ich Folgendes, nämlich hier publiziere ich vor allen Dingen Business- und Marketingkurse. Und das Interessante ist, dass die Kurse umsonst hochgeladen werden. Sie sind wirklich for free dann auf dieser Plattform hier. Ich werde dadurch bezahlt, dass Leute Werbung schauen. Das heißt, in meinen Kursen befindet sich dann Werbung oder links und rechts befinden sich irgendwelche Banner. Und die Plattform an sich ist bisher schon recht groß, möchte ich sagen. Also zum Beispiel 1151 Business-Kurse oder zum Beispiel Sales Marketing 233 Kurse. In diesen Bereichen werde ich mich aufhalten. IT-Kurse gibt es auch schon einige, Health Management etc. Und wenn ich jetzt hier meine Kurse hochlade, dann gehe ich davon nochmal aus, dass ich so ungefähr 10 bis 20 Euro pro Kurs pro Monat machen kann. Und wenn ich dann natürlich nochmal 10, 20, 30, 40 Kurse hochlade, dann hoffe ich zumindest, mir mit nochmal eine Einnahmequelle aufzubauen von vielleicht 500 € schätzungsweise pro Monat. Ich werde auch höchstwahrscheinlich an einen Kurs eine digitale Marketing Masterclass als ein. Ich weiß ja nicht, wie lange er braucht, um die Kurse hochzuladen oder so, aber 50 Kurse hochzuladen, das dauert ja fast Tage, oder? Rosenkurs über die typischen Plattformen publizieren und dann die einzelnen Kapitel wahrscheinlich hier über Allison publizieren, weil ich glaube, dass es sinnvoller ist, mit mehreren kleineren Kursen zu starten, als mit einem riesigen Kurs hier. Dann die nächste Plattform ist diese hier namens Hiskio. Hiskio ist die größte Online-Kursplattform in Taiwan. Es ist eine Plattform, wo halt schon unterschiedlichste Kurse publiziert wurden. Es ist eine Plattform, die schon seit einiger Zeit existiert. Und ich kann halt hier jederzeit meinen Content hochladen. Es werden vor allem auch sehr viele englischsprachige Kurse gefragt. Und hier habe ich also mit den Leuten praktisch, habe ich vor ein paar Tagen gesprochen. Und ich werde hier meine Kurse, denke ich mal, in den nächsten Tagen hochladen können. Ich werde erstmal starten mit so ein paar Kursen, so zwei, drei Kursen oder sowas, um zu gucken, wie das überhaupt läuft. Ich bin aber, um echt zu sein, ein großer Freund davon, nicht immer nur mit wenig zu starten, weil oftmals braucht man halt ein bisschen mehr als wenig, um über die Plattform Geld verdienen zu können. Zum Beispiel, meistens sage ich halt, gut, ich lade zumindest, sagen wir mal, 10 Kurse hoch, um zu gucken, kommt da überhaupt irgendwas bei rum? Weil wenn ich zum Beispiel nur ein, zwei Kurse hochlade, dann kann es natürlich sein, dass einfach die Kurse gar kein Geld machen, weil es einfach zu wenig ist, weil die Plattform vielleicht nicht so funktioniert. Und dementsprechend lade ich immer ganz gerne recht viel Content hoch, um dann schauen zu können, funktioniert oder funktioniert es nicht. Und wenn es nicht funktioniert, naja gut, dann muss ich mit denen halt nochmal sprechen, muss sagen, bitte nimmt mal die Kurse runter. Dann die nächste Plattform ist wieder eine Online-Kursplattform, nämlich die Plattform Tutkit. Mit denen habe ich jetzt einen Deal gemacht, darüber kann ich nicht im Detail sprechen, aber sagen wir es einfach mal so, an die habe ich halt Lizenzen zu meinen Kursen verkauft und das war sehr, sehr, sehr profitabel für mich. Und es gibt halt auf der Plattform hier Kurse zu unterschiedlichsten Themen, Business, Marketing etc. Und ich vor allen Dingen verkaufe an die Plattform hier Kurse zum Thema Marketing und zum Thema Business. Gut, und dann noch eine Plattform, auf der bin ich jetzt auch unterwegs, nämlich der Plattform PMG Tree. Bis jetzt waren es alles nur Videokursplattformen, ne? Aber okay. PNG Tree lade ich halt alle möglichen Icons hoch und Texturen und Muster. Hier möchte ich auch vor allen Dingen mich fokussieren darauf, sag jetzt mal ein großes Portfolio, das ich bereits auf anderen Plattformen habe, einfach hier rüber zu übertragen. Ich möchte jetzt keinen exklusiven Content für PNG Tree produzieren, aber wenn ich halt einfach ein bisschen von dem nehme, was auf anderen Plattformen bereits drauf ist und ich publiziere das hier, dann gehe ich davon aus, dass ich hiermit noch ein bisschen nebenbei Geld verdienen Da muss er auch echt sein Content gut gemanagt haben und so auf Festplatten und so weiter, um das alles zu finden. kann. Genau, das ist auf jeden Fall nochmal das Ziel, hier nochmal zumindest so 200, 300 Listings zu erstellen innerhalb des nächsten Monats und dementsprechend also die ersten Einnahmen auch über die Plattform hoffentlich hier zu erzielen. Man kann einfach hier oben auf Contributor Project draufklicken und dann kann man sich schon anmelden und los geht's. Genau, das war's noch heute hier tatsächlich auch für dieses Video. Falls ihr immer up to date bleiben Okay, möchtet, hinsichtlich. trotzdem spannend finde ich das, was er sich alles zutraut. Ich würde es jetzt nicht machen, überall was hochladen und so weiter. Ich weiß es nicht. Mentalität ist anders, aber das ist das Coole im Business. Testen, 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 ob es richtig ist. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich, check die ab. Mein Name ist Michael Kurzo. Gerne ein Abo dalassen, gerne die Glocke betätigen und ich bin raus. Ciao.